Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format mit dem Namen Inside Jurassic. Hier werde ich euch die Dinosaurier aus Jurassic Park bzw. Jurassic World vorstellen. Aber nicht die Filmsaurier, sondern die echten Vorlagen. Schreibt gerne auch schon mal Vorschläge für die nächsten Dinosaurier in die Kommentare. Und in der ersten Folge geht es um den einzig wahren, den berühmtesten Dino der Welt, den König der Tyrannenechsen. And that's Tyrannosaurus freaking Rex! Der Tyrannosaurus Rex ist in Jurassic Park mit den Velociraptoren die größte Bedrohung für unsere Hauptcharaktere. Doch wie sah das Leben eines Tyrannosaurus Rex wirklich aus? Wie hat er gejagt? Wie war sein Sozialverhalten? Und wie gut war seine Intelligenz im Sinne? Das alles erfahrt ihr im ersten Video dieses neuen Projekts. Der Tyrannosaurus Rex, oder kurz T-Rex, ist ein großer Raubsaurier aus der Familie der Tyrannosaurinia, zu denen auch der Daspletosaurus, Albertosaurus und der asiatische Tarbosaurus gehörte. Die ersten Überreste des T-Rex wurden im Jahre 1874 von Arthur Lakes nahe Golden, Colorado gefunden. 16 Jahre später, im Jahr 1990, fand John Bell Hatcher Überreste im östlichen Wyoming. Es wurde zuerst angenommen, dass die eben genannten Überreste zum Ornithomimus grandi gehören, bis es sich herausstellte, dass diese zu einer äußerst umstrittenen Gattung der Tyrannosauriden gehörte, nämlich der Deinodon horridus. In der Paläontologie wird dieser als Nomen dubium, also ein zweifelhafter wissenschaftlicher Name. 1892 fand Edward Drinker Cope Wirbelfragmente eines großen Dinosauriers. Diese nannte er Mandospondylus giga und ordnete diese zu einer Gruppe der Ceratopsia, also in derselben Gruppe wie der Triceratops oder auch Styracosaurus. Diese Überreste wurden dann im Jahre 1907 von Hatcher als Theropoden identifiziert. Das erste Teilskelett von T-Rex wurde 1900 von Burnham Brown im Osten Wyomings entdeckt. Zwei Jahre später fand er noch eins in der Hell Creek Formation. Dieses umfasst etwa 34 Knochen. Im Jahr 1905 benannte Henry Fairfoot Osborne das zweite Skelett als Tyrannosaurus Rex, was so viel wie König der Tyrannenechsen bedeutet. Das andere Skelett nannte er Dynamosaurus Impriosus, bis er 1906 erkannte, dass die Skelette vom selben Dinosaurier stammen. 42 Tyrannosaurier-Skelette wurden in den 1960ern entdeckt. Im Jahr 1967 rekonstruierte Dr. William McManus einen Schädel. Das bisher vollständigste Skelett mit dem Namen Sue wurde am 12. August 1990 entdeckt und weist eine Vollständigkeit von 85% auf. Außerdem ist sie eine der größten ihrer Art. Ein weiterer erstaunlicher Fund war im Jahr 2001. Ein 50% vollständiges junges Exemplar eines Tyrannosauriers wurde von Jack Horner in der Hell Creek Formation entdeckt. Dieses Exemplar bekam den Namen Jane. Die ersten Dinosaurier aus der Gruppe Tyrannosauridia traten im Oberjura auf. Dazu gehörte zum Beispiel der Gualong, welcher ein 3 Meter langer Raubsaurier aus China ist. Der Kamm des Gualong wird Krone genannt. Durch seine vielen Hohlräume ist er aber für das Kämpfen ungeeignet. Die Theorien sagen eher, dass die Krone im Sozialverhalten genutzt wurde, zum Beispiel für die Balz- oder Geschlechtserkennung. Dieser kleine Dinosaurier entwickelte sich im Jahr Millionen von Evolution zu den großen Tyrannosauriern, wie wir sie lieben. Die größten Tyrannosaurier wurden 13 Meter lang und 4 Meter hoch und etwa 9 Tonnen schwer. Der Tyrannosaurus Rex war nicht wie andere Dinosaurier lang und schlank. Nein, der T-Rex war der Bulldozer unter den Theropoden. Seine Knochen waren extrem massiv und sein ganzer Körper war auf die riesigen Kiefer mit den 18 cm langen Zehen zugeschnitten. Doch tatsächlich braucht es lange Zeit, dass so ein Raubtier heranwächst. Die erste große Veränderung findet im Alter kurz vor 13 statt. Die Tyrannosaurier sind hier wesentlich schlanker, 6,5 Meter lang und haben einen längeren Kiefer. Jahrelang wurden diese fälschlicherweise für einen anderen Dinosaurier mit dem Namen Nanotyrannus gehalten. Außerdem sind ihre Zähne in dieser Phase wesentlich schmaler. Zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr ändert sich nahezu alles. Innerhalb von 2 Jahren vertieft sich der Kopf und wird breiter. Die Zähne werden massiver und nun sehen sie wie ein richtiger T-Rex aus. Bis zum 18. Lebensjahr erreichen sie ein Gewicht von 3 Tonnen und sind somit größer als jede andere Gattung der Tyrannosauridier. Doch unser geliebter T-Rex hat sich nicht nur Zeit seines Lebens verändert, sondern auch in der wissenschaftlichen Rekonstruktion.
so glich er in den ersten wissenschaftlichen Büchern einer aufrecht stehenden Echse, die ihren Schwanz nicht agil nach oben hält, sondern hinter sich herschleift. Jurassic Park leitet tatsächlich zu seiner Zeit eine recht moderne Darstellung des T-Rex ein. Stand er nun endlich waagerecht und er hatte auch nicht seinen Schwanz hinter sich hergeschliffen. Außerdem wurde der Tyrannosaurus im Film wesentlich dynamischer, agiler und aktiver dargestellt. Doch heute stellt sich eine viel wichtigere Frage in den Raum. Es mag banal klingen, aber hatte der T-Rex Federn? Doch welche Punkte sprechen erstmal für diese These? Der erste Hinweis wurde im Jahr 2003 entdeckt, denn ein Tyrannosaurus-Knochen wurde gefunden. Dieser war aber für den Transport mit Hilfe eines Hubschraubers zu groß und musste deswegen durchgesägt werden. Dadurch fanden die Forscher dann später Millionen Jahre alte Reste von Blutgefäßen. Diese wurden analysiert und ergaben, dass der Tyrannosaurus näher mit Vögeln verwandt war als gedacht. Ein anderer Hinweis auf das Federkleid des Tyrannosaurus Rex bringt uns ein naher Verwandter des Tyrannosaurus. Denn 2011 wurden drei Exemplare des U-Tyrannus in China entdeckt. Alle drei wiesen versteinerte Federn auf. Doch einige Punkte sprechen auch dagegen. So wurden von nahen Verwandten des Tyrannosaurus, wie zum Beispiel dem Tarbosaurus, Hautabdrücke gefunden, die eindeutig keine Federn aufwiesen. Diese Argumentation hat sie einen Blogpost bedient. Hier wurde der Tyrannosaurus aus Saurian komplett redesigned. In diesem Design hat der T-Rex auch Lippen, die seine Zähne bedecken. Diese Annahme wurde anhand der kleinen Löcher über bzw. unter den Zähnen festgestellt. Diese werden Foramina genannt. Bei einem Wert von 50 sollen Lippenstrukturen vorhanden sein. Krokodile haben zum Beispiel einen Wert über 100 und deswegen keine Lippen. Beim T-Rex soll der Wert zwischen 50 und 100 liegen, was den Schluss zulässt, dass er unbewegliche Lippen hatte. Das, was den Leuten aber als erstes beim Tyrannosaurus Rex auffällt, sind die fast lächerlich kleinen Arme. Doch wofür waren diese zuständig? Die Arme waren zwar klein, aber dennoch voll mit Muskeln bepackt. Das lässt die Idee zu, dass die Arme eventuell dafür genutzt werden, einen T-Rex nach dem Liegen auf dem Boden wieder hochzudrücken. Eine andere Theorie ist, dass die Tyrannosaurier sich bei der Paarung mit dem Armen festgehalten haben. Legen wir nochmal unseren Fokus auf den Kopf, denn das war wahrscheinlich der wichtigste Punkt im Leben eines Tyrannosaurus. Der größte Tyrannosaurus-Schädel ist 1 Meter und 52 cm lang. Die Augen waren nach vorne gerichtet, was ihm dreidimensionales Sehen ermöglichte. Ihr Gehirn war auch stark auf die Sinne wie Gehör, Geruch und Sehsinn ausgelegt. Außerdem gehörten sie tatsächlich zu den intelligenteren Hauptdinosauriern. Die Kiefer waren nicht nur extrem lang, sondern auch extrem breit, was dem T-Rex eine enorme Beißkraft ermöglichte. Die soll bei etwa 7 Tonnen liegen. Doch eine oft gestellte Frage ist, ob man mit diesem Gebiss aktiv gejagt hat oder nur Aasfresser war. Und hier gibt es tatsächlich eindeutige Beweise. Es wurden nämlich Bissspuren an Hadrosauriern entdeckt, die eine Zahnkrone enthielten. Diese war von verhaltenem Knochenwachstum umgeben, was zeigte, dass der Hadrosaurier nach dem Angriff eines Tyrannosaurus weitergelebt hat. Das macht Tyrannosaurus zu einem Jäger. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass der T-Rex ähnlich wie Löwen von Zeit zu Zeit anderen Raubtieren die Beute stehlen. Eine andere Theorie ist, dass Tyrannosaurier ähnlich wie Löwen in Gruppen lebten. Diese Idee entspringt einem Fund aus dem Jahre 1910. Denn in Alberta wurden mehrere Knochen des Albertosaurus, einem nahen Verwandten des T-Rex, gefunden. Diese waren aber nicht allein, so wurden verschiedene Teile von Hadrosauriern ebenso geborgen. Dieser Fund lässt den Schluss zu, dass Tyrannosaurier in kleinen Gruppen zusammengelebt haben und gejagt haben. Was hinzukommt, ist, dass junge Tyrannosauriden wahrscheinlich wesentlich schneller als die älteren waren. Diese konnten dann den Älteren die Beute zutreiben. Dazu gehörten diverse Hadrosaurier, aber auch wesentlich besser bewaffnete Dinosaurier, wie der Ankylosaurus oder auch der Triceratops. Letzterer wird auch oft in der Popkultur als Gegner des Tyrannosaurus dargestellt. Doch die Frage ist, wer hätte gewonnen? Szenario 1. Ein einzelner Tyrannosaurus trifft auf einen Triceratops. Mit einem gewaltigen Vorstoß verbeißt er sich in das Nackenschild des Triceratops. Das lässt aber seinen Bauch ungeschützt offen. Das nutzt der Triceratops. Er sticht mit seinen langen Hörnern mitten in den Bauch des T-Rex. Der T-Rex reißt sich los, flüchtet, stirbt aber anschließend an seinen schweren Verletzungen. Szenario 2. Ein Triceratops sucht nach Nahrung. Plötzlich taucht ein Tyrannosaurus auf. Der Triceratops richtet seine Hörner in Richtung seines Gegners. Er ist bereit zu kämpfen. Plötzlich kommt ein anderer T-Rex und verbeißt sich in das Bein des Pflanzenfressers.
Ehe sich der Triceratops versieht, ist ein dritter T-Rex an ihn herangetreten und verbeißt sich in seinen Nacken. Dadurch, dass der Tyrannosaurus nach Schätzungen nur etwa 20 bis 30 km/h lief, musste er sich vermutlich nah an seine Beute heranschleichen. Doch selbst ein so dominanter Dinosaurier wie der Tyrannosaurus Rex war nicht vor allen gewappnet. So wiesen viele Tyrannosaurier Knochenveränderungen an den Unterkiefern auf. Diese wiesen entweder auf Kämpfe unter Tyrannosauriern hin oder eine bakterielle Infektion. Eine andere Hypothese ist, dass es sich hier um eine Infektionskrankheit handelt, wie zum Beispiel Trichomose. Diese Krankheit befällt oft Raubvögel. Im fortgeschrittenen Stadium kann diese Krankheit Maul, Rachen und Speiseröhre so stark befallen, dass diese zum Verhungern des Wirts führt. Tyrannosaurus Rex war wirklich einer der interessantesten Dinosaurier aller Zeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet etwas über diese faszinierende Kreatur lernen.